steige gleich mal ein. Ich will aber eine Vorbemerkung machen, weil wir jetzt zum Teil die letzten Tage, jetzt nicht von vielen Leuten, aber von Einzelnen, so Fragen bekommen haben. Also wir von Ausgestrahlt, weil wir das ja am Wochenende auch, zum Beispiel, ich habe das auf Twitter kritisch begleitet und dann gab es diese Pausengespräche, wo es auch viel Kritik zusammengetragen wurde. Und auch im Nachhinein haben wir an alle Teilnehmenden dieser Pausengespräche nochmal eine Mail rumgeschickt und darum gebeten, nochmal konkrete kritische Punkte zu nennen. Und dann haben uns Leute gefragt, ja, wieso eigentlich immer nur Kritik? Wieso äußert ihr euch hauptsächlich kritisch? Warum fragt ihr nur nach Kritik an der Veranstaltung, nicht danach, was die Leute gut fanden? Das ist doch einseitig. Das wollte ich einfach kurz am Anfang erklären, weil heute geht es ja auch wieder hauptsächlich um Kritik. Der eine Grund ist, es gibt ja gerade genügend andere Akteure mit deutlich größerer Reichweite als wir, die doch sehr stark das Positive betonen, also nicht zuletzt der Veranstalter selbst, das Atomwaffenbundesamt, auch das nationale Begleitgremium, was ja an einem Sonntagmorgen auch ein Statement abgegeben hat, also Frau Schröers als Vorsitzende, hat da ja kein kritisches Wort verloren. Es gibt jetzt eine Presseerklärung des NBG, da kommt auch Kritik drin vor, wobei eher so bezogen, dass das NBG verstehen kann, dass andere das kritisch sehen. Also sehr vorsichtig formuliert. Naja, und weil das so ist, denken wir, es muss ja auch irgendwen geben, der da mal die Kritik formuliert. Und das ist dann vielleicht im Augenblick unsere Rolle. Und der andere Punkt ist, oder auch so eine Frage, die kam, ja, vielleicht war das jetzt am Anfang alles noch ein bisschen holprig, jetzt gebt denen doch mal eine Chance, das kann doch besser werden. Es war ja jetzt das allererste so, das kann doch nicht gleich alles super klappen. Und da muss ich sagen, ausgestrahlt ist nicht erst seit dieser Veranstaltung, sondern begleitet dieses neue Suchverfahren und seine Entstehung seit 2011 und die Umsetzung seit 2017. Und vieles, was jetzt am Wochenende aus Sicht vieler Teilnehmender schief lief, war nicht Fehlern in der Vorbereitung geschuldet, aus denen nun gelernt werden könnte, sondern waren vorher bewusst entschiedene Vorgehensweisen. Und das ist nicht aus Versehen passiert, sondern aus dieser Erfahrung der letzten Jahre würde ich mir sozusagen diese Bewertung zutrauen. Das war Absicht. Ich zitiere dazu nochmal, manche kennen das schon aus früheren Veranstaltungen, aber weil das so schön illustriert, das nationale Begleitgremium, das eingeladen war vorher die letzten Monate an einer Art Vorbereitungsgruppe für diese Teilgebietekonferenz teilzunehmen und sich dann irgendwann aus dieser Vorbereitungsgruppe, die hieß Beratungsgruppe, zurückgezogen hat. Und ich lese mal aus diesem Brief vor, wie das begründet wurde. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete dem Anspruch der Beratung nicht in Klammer mehr gerecht wird. Weder beraten sich die Teilnehmenden unter und miteinander, noch lässt sich das Basel, das Bundesamt, durch die Anwesenden beraten. Der Umgang mit Rückmeldungen und Fragen zeigt unserer Meinung nach den dringlichen Bedarf, Haltungen und Vorgehensweise zu reflektieren und zu ändern. Wie soll das Verfahren erfolgreich durchgeführt werden, wenn Menschen sich jetzt schon in der Anfangsphase nicht ernst genommen fühlen, nicht ernst genommen werden? Bei einem Vorgehen, wie es jetzt von Basel priorisiert wird, sehen wir eine erfolgreiche Durchführung des Verfahrens ernsthaft gefährdet. Noch deutlicher wurde ein NBG-Mitglied, Monika Müller, Studienleiterin der Evangelischen Akademie Loccum, die hat das so formuliert: Aus unserer Perspektive ist diese Beratungsgruppe eigentlich gescheitert in ganzer Linie. Beim nächsten Mal werden wir dezidiert keine Beratungsleistung mehr erbringen, weil wir das Gefühl haben, dass diese Beratungsleistung überhaupt nicht gehört wird. Ja, und für mich ist ein wichtiger Begriff, der in diesem Brief vorkam, ist der Begriff Haltung. Ja, also Haltungen müssen sich ändern. Und diese Haltung des Bundesamtes, die wir sozusagen in den letzten Jahren erlebt haben, auch erlebt haben, wie die sozusagen mit dieser Beratungsgruppe umgegangen sind, die übrigens dann irgendwann beendet wurde, als noch die meisten Fragen, wie diese Veranstaltung ablaufen soll, völlig unklar waren. Diese Haltung, glaube ich, die steckt hinter vielen den Dingen, von denen viele Leute den Eindruck hatten, dass da am Wochenende was schiefgegangen ist. Und das ist eben aus meiner Sicht Konzept. Ich sage jetzt was zum ersten Tag, dann
kommen wir in Austausch hoffentlich und dann mache ich irgendwann nachher nochmal einen zweiten Teil zum zweiten Tag. Ja, erster Tag, die Vorstellung des Zwischenberichts durch die BGE. Da fange ich jetzt durchaus mal mit was Positivem an. Ich glaube, das war für viele ein spannendes Webinar zur Geologie. Das waren engagierte Vortragende. Und ich glaube, dass auch einige Aspekte der Standortsuche für Menschen, die sich damit bisher noch nicht so viel beschäftigt haben, nochmal begreifbarer wurden und klar geworden sind. Oder auch Menschen, die sich schon beschäftigt haben, aber noch nicht so vertiefend, die haben da sicher was gelernt. So, das muss man sagen. Negativ, das ist jetzt leider ein bisschen längere Liste, wie gesagt. Was es halt nicht gab, war eine zweite Meinung von unabhängigen Fachleuten. Also die BGE hatte die alleinige Deutungshoheit über ihren Bericht. Das heißt, Schwachpunkte oder auch umstrittene Entscheidungen bei der Entstellung des Berichts wurden so nicht sichtbar. Manche Teile der BGE-Vorträge waren für Leute mit wenig Vorwissen in Geologie schwer nachvollziehbar und hätten einer wissenschaftsjournalistischen oder didaktischen Vermittlung bedurft. Dann ist es so, dass die BGE ja immer wieder so getan hat an diesem ersten Tag, als wären die Grundlagendaten transparent. Das stimmt nicht. Im Augenblick sind nicht mal 10% öffentlich zugänglich. Das wird sich zwar im nächsten halben Jahr schrittweise verbessern, aber zum einen kommt es zu spät, weil jetzt sozusagen liegt der Bericht auf dem Tisch und soll diskutiert werden. Und zum anderen bleibt ein maßgeblicher Teil der Daten auch dann noch geheim. Ja, und dann wäre ja das Spannendste gewesen, zumindest für viele, auch für mich, dass die BGE erläutert, warum sie sich beim Zwischenbericht nicht ans Gesetz gehalten hat. Ja, im Gesetz steht Paragraph 13, sofern Gebiete vorhanden sind, die aufgrund nicht hinreichend geologischer Daten nicht eingeordnet werden können, sind diese ebenfalls aufzuführen und ist eine Empfehlung zum weiteren Umgang mit diesen Gebieten aufzunehmen. Ja, es ist sehr deutlich geworden, allerdings auch erst nach Fragen, die kamen an dem ersten Tag, dass die BGE zu sehr vielen Gebieten eine extrem schlechte Datengrundlage hat oder oft nur mit 3D-Modellen oder Referenzdaten aus der Literatur arbeitet oder ideale Bedingungen voraussetzt, ohne das zu wissen und so dann auf 54% kommt. Also das heißt, die BGE hat einen Umgang gefunden mit diesen Gebieten. Sie hat sie nämlich einfach alle zu Teilgebieten erklärt. Aber im Gesetz steht, nein, diese Gebiete sollen extra aufgeführt werden und die BGE soll einen Umgang vorschlagen, ja, oder eine Empfehlung abgeben. Und das hat sie nicht getan. Und dadurch haben wir jetzt sozusagen eine absolute Betroffenheitsdiffusion. Das hat man ja auch gemerkt an der geringen Beteiligung an dieser Veranstaltung am Wochenende. Ja, wenn man weiß, dass sonst auf solche Statuskonferenzen der letzten Jahre zum Beispiel immer schon gut über 200 Leute aus der Fachcommunity da waren. Ich gehe davon aus, die waren jetzt auch da. Dann ist da nicht so viel dazugekommen. Ja, eines der wesentlichsten Themen, um sozusagen jetzt wirklich die Knackpunkte dieses Zwischenberichts zu verstehen, aus meiner Sicht diese Abwägungskriterien. Ja. Und die kamen ja erst ganz zum Schluss dran, also nach einem langen Tag, als sowohl viele Zuschauende als auch die Moderation nur noch begrenzt aufnahmefähig waren. Also die Konzentrationsfähigkeit hatte echt schon gelitten. Also das ist ja so bei so einem langen Tag. Interessant hier ist vielleicht, dass die BGE selbst ursprünglich diesen Zwischenbericht an 2 Tagen vorstellen wollte. Das hat das Bundesamt aber nicht zugelassen. Ja, und dann noch ein bisschen was hier auch schon zur Moderation. Die Moderation hat ja die Fragen, die nur schriftlich eingereicht werden konnten, oft nicht vorgelesen, sondern zusammengefasst und umformuliert. Und dabei kam es immer wieder auch zu Sinnentstellungen, sodass die FragestellerInnen sozusagen dann, also dass die eigentliche Frage gar nicht bei den Vortragenden ankam oder es eben Missverständnisse gab. Da hat sich dann auch sozusagen negativ bemerkbar gemacht, dass die FragestellerInnen keine Möglichkeit hatten, nachzuhaken, wenn ihre Frage falsch gestellt wurde, falsch verstanden wurde oder nicht adäquat beantwortet wurde. Auch das Versprechen der BGE, jede Frage, die nicht drankam, nun im Nachhinein auf ihrer Internetseite zu beantworten, führt ja nicht zu einem Dialog, denn die BGE kann sich ja aussuchen, welche Aspekte der Frage sie nun beleuchtet und welche nicht. Das Bundesamt hatte vorher angekündigt, dass die Sortierung und Auswahl der Fragen eine Redaktionsgruppe macht, die zu dieser Moderationsfirma gehört.
Auf der Veranstaltung wurde dann aber als Redaktionsgruppe vorgestellt, zwei AbteilungsleiterInnen des Bundesamtes. Also Frau Steljas, die für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig ist, und Frau Weiß, die sozusagen Leiterin der Standortsuche ist, die sich ja dort als unabhängige Notarin vorgestellt hat. Ja, und letzter Punkt. Insgesamt dauerte dieser erste Tag ohne Pausen etwa 7 Stunden, also wenn man die Pausen mal abzieht. Die Teilnehmenden kamen davon 15 Minuten zu Wort, allerdings nur indirekt über die vom Bundesamt ausgewählten und von der Moderation zusammengefassten Fragen. Unterm Strich, meine Bewertung von diesem ersten Tag, es war sicher für viele Teilnehmende informativ. Das hat ja auch eine Umfrage am Ende ergeben, da wurde das ja gefragt, da haben viele gesagt, ja, sehr gut, kleine Einschränkung. Dieses Umfragetool für das Feedback, da war der Schieberegler schon auf sehr gut eingestellt, aber ich hoffe, die meisten haben es trotzdem begriffen, wie das funktioniert. Also das, ja, es war informativ bis zu den Grenzen, die ich beschrieben habe, aber es war eben weitgehend Monolog statt Dialog. Und selbst wenn man voraussetzt, dass die eigentliche Diskussion über den Zwischenbericht erst beim Februartermin beginnen soll, wären allein schon aus didaktischen Gründen auch bei einem Geologie-Webinar mehr Interaktionsmöglichkeiten sinnvoll gewesen. So, und damit das hier heute nicht jetzt ein Monolog wird, mache ich jetzt mal einen Punkt. Und ihr habt Möglichkeiten, euch zu melden oder Fragen zu stellen. Die Veranstaltung, die sollte ja dienen der Selbstorganisation der Fachkonferenz. Ich sage es vielleicht am Schluss. Also hier fällt mir nichts Positives ein, muss ich sagen. Ich habe ja beim ersten Tag versucht, am Anfang auch was Positives zu sagen. Ich zitiere mal so ein paar Sachen aus dem, was vorher veröffentlicht wurde vom Bundesamt. Ja, da steht zum Beispiel, am zweiten Tag der Auftaktveranstaltung bietet das Bundesamt den Teilnehmenden der Fachkonferenz den nötigen Raum, um sich über die Erwartungen und Bedarfe für ihre zukünftige Arbeitsweise auszutauschen. Ich glaube, alle, die dabei waren, haben festgestellt, es hat nicht stattgefunden. Dann, anderes Zitat, der Gesetzgeber hat die Fachkonferenz als ein selbstorganisiertes Format vorgesehen. Als Hilfestellung für die Verständigung, Diskussion und Festlegung ihrer Arbeitsweise hat das Bundesamt einen Entwurf für eine vorläufige Geschäftsordnung erarbeitet. Das Bundesamt empfiehlt, die Diskussion über die Geschäftsordnung auf der Auftaktveranstaltung im Oktober 2020 zu beginnen. Diese Geschäftsordnung wurde weder vorgestellt noch diskutiert. Und dazu kommt noch, das haben wahrscheinlich die meisten gar nicht mitgekriegt, dass auf der Internetseite des Bundesamtes auch noch am Wochenende, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, habe nicht nochmal geguckt, ein Geschäftsordnungsentwurf steht, der ist vom August. Und erst in diesem Konferenztool, wenn man da auf Dokumente oder so gegangen ist, was vielleicht auch die wenigsten getan haben, dort war ein neuer Geschäftsordnungsentwurf, der gleichzeitig als vorläufige Geschäftsordnung, die nicht geändert werden kann, bis Februar gültig ist, der völlig anders aussah. Ja? Und ich habe noch in der Woche vorher angerufen, der Geschäftsstelle hieß es, die Version vom August, das ist die richtige, das ist die, über die jetzt am Wochenende gesprochen werden soll. Jetzt gab es also plötzlich einen anderen, darüber gesprochen wurde weder über die eine noch über die andere. Ja, auch als Eckpunkt für die Tagesordnung wurde vorher benannt vom Bundesamt, dass geredet werden soll über Themen und Ablauf des ersten Beratungstermins. Hat auch nicht stattgefunden. Dann ein ganz anderer Aspekt, also vielleicht noch, wir haben ja jetzt die Tage auch nochmal viele Leute angeschrieben, schildert uns, wie ihr das erlebt habt, an möglichst konkreten Beispielen. Wir haben da so viel gekriegt, dass ich wollte das eigentlich für heute Abend für den Vortrag alles durcharbeiten, das habe ich gar nicht schaffen können, so viel war das. Deswegen habe ich jetzt nur wirklich so ein paar Aspekte, das können ja gleich andere noch ergänzen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, dass es das Problem gab, dass es einerseits Menschen gab, die waren angemeldet und haben über dieses Konferenztool teilgenommen und andere haben das Ganze im Livestream auf YouTube verfolgt und haben sich nicht angemeldet. Einige davon auch deshalb, weil es vorher hieß, da wird ja nichts entschieden. Und da haben die sich gesagt, na gut, weil es hieß vorher, entscheiden kann man nur mit, wenn man angemeldet ist. Aber da es hieß, es wird nichts entschieden, dachten die Leute, da wird ja erst im Februar was entschieden, dann muss ich mich ja jetzt nicht anmelden, dann kann ich auch auf YouTube mir das angucken.
Aber dann hieß es, aus Datenschutzgründen kann, wenn da, also an dem zweiten Tag sind ja einzelne Worte auch per Video zu Wort gekommen. Ich würde mal sagen, so vielleicht sieben, habe jetzt nur eine Schätzung, ich weiß es nicht mehr. Zwei, drei noch per Telefon. Und dann hieß es, die können jetzt aus Datenschutzgründen nicht auf YouTube gestreamt werden. Plus, nun war es so, dass zwischen diesen Video-Statements auch nochmal von der Moderation etliche Fragen vorgelesen wurden, was ja am ersten Tag auch geschehen ist. Und es blieb aber die ganze Zeit blind für die, die auf YouTube zugeschaut haben. Und ich finde, das ist einerseits natürlich an dem Tag extrem ärgerlich gewesen, aber noch viel, viel schlimmer daran finde ich, dass jetzt Leute, die sich nachträglich, weil sie zum Beispiel am Wochenende keine Zeit hatten, sich, man kann das ja jetzt auf YouTube noch sich anschauen, auch noch die nächsten Jahre sozusagen. Und ich habe jetzt gesehen in den Zugriffszahlen, das machen jetzt auch ständig noch Leute, gucken sich das an. Und aber in diesen Aufzeichnungen, da sieht man fast nur, was die BGE, was das Bundesamt, was die Umweltministerin sagt oder der Bischof oder Frau Schröers, ja. Aber die Fragen und Positionen derjenigen, die doch eigentlich hier beteiligt werden sollen, die sind in dieser Aufzeichnung zum wesentlichen Teil nicht vorhanden. Ja. Die kommen da, also sozusagen, selbst die ausnahmsweise zu Wort kamen, das waren ja wenig genug, ja, kommen in dem, was jetzt sozusagen für die Nachwelt festgehalten worden ist, kommen die nicht vor, ja, sondern nur die staatlichen Akteure. Lustig daran ist, oder was heißt lustig, nee, erschreckend eher ist daran ist, in dieser Geschäftsordnung steht drin, ich zitiere das mal, alle Termine werden als Livestream im Internet übertragen und aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen der Sitzungstermine werden im Internet veröffentlicht. Als öffentliches Ereignis des Zeitgeschehens von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse geht mit der Teilnahme das Einverständnis einher, gegebenenfalls im Livestream bzw. auf der Aufzeichnung sowie auf Fotos abgebildet zu werden. Ja, das heißt, die haben sich vorher im Prinzip schon mit dieser Regelung die Erlaubnis geholt, weil das ein Ereignis des Zeitgeschehens ist, von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse, dass die Leute praktisch dem zustimmen, dass sie dann auch abgebildet werden. Und dann zu sagen, nee, aus Datenschutzgründen können wir das nicht machen, obwohl es ja auch möglich gewesen wäre, die Leute vorher um Zustimmung zu fragen. Selbst das wäre ja nochmal gegangen, nochmal eine zusätzliche Zustimmung. Das ist schon krass. Also vor allem, wenn man das vorher so ankündigt. Und die Fragen, die aus dem Chat eben vorgelesen oder zusammengefasst wurden von der Moderation, die wurden ja eh ohne Namen vorgestellt. Das heißt, die hätten ja auch auf YouTube gesendet werden können. Genau. Und dann war ja das große Thema, da könnte man natürlich jetzt unheimlich ins Detail gehen, da wird es sozusagen so ein bisschen, also man könnte jetzt sagen, ist das jetzt das Haar in der Suppe, aber ich würde sagen, man sieht die Suppe vor lauter Haaren nicht, aber ich will jetzt nicht jedes einzelne Haar aufzählen. Aber wirklich, was diese ganzen Beschlussfassungen angeht, ja, die Beschlüsse waren nicht angekündigt, ja, deswegen haben sich viele nicht angemeldet. Auch die Abstimmungen waren, also es wurden am Samstagabend wurden zum ersten Mal von der Moderation Fragen genannt, um die es sonntags gehen soll. Es ging dann aber Sonntag um andere Fragen. Es wurden dann plötzlich Abstimmungen eingeblendet. Es war dann oft nur wenig Zeit, es gab technische Probleme, Leute konnten gar nicht mit abstimmen. Es waren auch Abstimmungen, wo oft auch relativ viele Alternativen mit einer einfachen Mehrheit abgestimmt wurden. Zum Beispiel bei der Frage, an welchen Wochentagen soll die nächste Sitzung sein, haben von über 300 Anwesenden 61 für Freitag bis Sonntag gestimmt, also ungefähr 20%. Und das war die relative Mehrheit und deswegen soll das jetzt so sein. Ja. Und dann gab es oft noch die Option bei den Abstimmungen, ich möchte einen eigenen Vorschlag machen. Das hat natürlich nur eine Minderheit angekreuzt und deswegen hat das dann in der Abstimmung verloren. Und nur bei zwei Themen hat dann die Moderation trotzdem gesagt, okay, die Leute können Vorschläge machen. Eigentlich hätte ja die Option heißen müssen, ich möchte die Vorschläge hören, die andere haben, oder das überhaupt gar nicht abfragen, sondern davon ausgehen, das ist doch schlau, wenn es um Selbstorganisation geht, dass aus der Versammlung heraus Vorschläge gemacht werden und dann erst dann abgestimmt wird. Also all das echt schräg gelaufen. Wenn Vorschläge gemacht wurden, dann war das ja zum, ich weiß, das eine Mal war es eine Liste mit 77 Vorschlägen, die dann
nur sehr kurz eingeblendet wurde und da musste man abstimmen. Teilweise waren da Vorschläge doppelt und dreifach drin, sogar wortgleich manchmal. Das heißt, da haben sich die Stimmen dann verteilt auf diese wortgleichen Vorschläge. Und so sind die sozusagen, haben die schlecht abgeschnitten im Ranking. Also wirklich vom ganzen Abstimmungsprozedere eine einzige Katastrophe. Und das hatte dann seinen Höhepunkt in dieser unangekündigten Wahl einer Arbeitsgruppe, die nun die nächste, diese Februarsitzung vorbereiten soll. Auch da war es so, dass ja die Modalitäten im Voraus nicht bekannt waren, dass die Anzahl und die Aufteilung der Plätze wurden, wahrscheinlich hat sich das nicht die Moderation ausgedacht, die hat es halt dann gesagt, aber irgendwer hat das vorgegeben. Es steht nicht, weder in dem älteren noch in dem neueren Geschäftsordnungsentwurf steht dazu irgendein Wort drin. Das hat irgendwer festgelegt und wir reden ja immer von, die Konferenz organisiert sich selbst. Ja? Also woher kamen diese 12 Plätze? Wer hat die festgelegt? Was ist mit Selbstorganisation? Und warum überhaupt eine Begrenzung von Plätzen? Ja, auch das ist ja was, das kann man ja auch anders machen. Es gab dann ja massiv in diesem Feedback-Kanal und in diesen Fragenkanälen gab es dann massiv Einwände zum Verfahren oder auch zum ganzen Timing und so weiter. Und es gab Leute, die wollten kandidieren und da hat die Technik versagt und die konnten nicht kandidieren. Also es wurde alles komplett ignoriert. Ja. Und diese Wahl wurde knallhart durchgezogen. Und nun kann man auch da, gibt es jetzt Leute, die sagen, naja, das muss halt besser werden jetzt beim nächsten Mal. Und ich sage, liebe Leute, das ist das, was ich seit 2011 in diesem Verfahren, also in der Entwicklung des Verfahrens und im Verfahren mit jedem, da gab es immer wieder sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligungsformate und es lief immer wieder gleich. Ja, es ist einfach, ja, es ist für mich so ermüdend auch in gewisser Weise, ja, dass das immer wieder so passiert und dass immer wieder auch natürlich kritisiert wird, immer wieder Leute Vorschläge machen, wie es besser gehen kann und es läuft so weiter. Ja, vielleicht noch ein Detail, das ist ja auch, wie setzt sich diese Gruppe jetzt zusammen? Also vielleicht genau ein Detail war ja auch noch, da haben dann Leute aus ihrer Not, ich übrigens auch, in diesen Kasten, der dann aufging, wo man sich bewerben sollte, reingeschrieben, dass sie nicht wollen, dass jetzt gewählt wird oder dass so gewählt wird. Ja. Und all diese Leute, die das getan haben, wurden dann auch als Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt, wohingegen andere, die kandidieren wollten, das nicht konnten. Also auch das verfälscht ja total diese Wahlergebnisse. Es wurden dann Leute gewählt, wo ich mich frage, was ist das für eine Systematik? Also ein Stefan Wenzel, Mitglied des Niedersächsischen Landtags, hat maßgeblich dieses Gesetz auch mitentwickelt in der Atommüllkommission und so weiter, sitzt da jetzt plötzlich als was eigentlich? Als, ich glaube, das war die Gruppe Vertreter einer gesellschaftlichen Organisation. Also ist das jetzt Bündnis 90 die Grünen oder ist das sein Handballverein in Göttingen oder als, was ist er da eigentlich? Oder ist er nicht eigentlich sozusagen der jetzt von dieser selbstorganisierten, mitbestimmenden Zivilgesellschaft sozusagen, also ist das nicht sozusagen der Gegenpart, der sich da jetzt organisieren soll? Und jetzt ist plötzlich der wieder drin, der das ja eigentlich mitentwickelt hat. Oder ein Christoph Pistner vom Öko-Institut. Das Öko-Institut ist im großen Maße Auftragnehmer des Bundesamtes, ja, und ich weiß nicht, vielleicht sogar auch der BGE, ja. Also auch das finde ich passt hier überhaupt nicht, ja. So, und trollig ja auch, dass noch nicht mal gefragt wurde, ob die Leute die Wahl annehmen. Also wo ich eigentlich erwarten würde, dass alle, die bei dieser Wahl am Ende gewählt wurden, sagen, nee, unter diesen Bedingungen nehme ich die Wahl natürlich nicht an. Ja, das geht so nicht. Ja, und dann, darüber ist ja auch schon einiges auch direkt an dem Tag dann reingeschrieben worden, dass sozusagen die verwendete Technik, also dass gesagt wurde, da ist doch heute ganz anderes möglich. Es finden inzwischen gigantische Online-Konferenzen statt mit ganz viel Interaktionsmöglichkeiten, mit kleinen Gruppen, die sich austauschen, mit diversen Chatfunktionen, wo man sich auch aufeinander beziehen kann. Ja, das alles gab es hier nicht. War hier nicht möglich und daher auch keine wirkliche schriftliche Diskussion. Ich fand es unheimlich kreativ, wie Leute versucht haben, aus diesen extrem eingeschränkten Möglichkeiten doch was zu machen, ja, doch sich aufeinander zu beziehen, aber es war fast unmöglich, dem irgendwie
zu folgen. Ja, am Schluss gab es dann die Frage, Feedback-Frage, hat die Veranstaltung ihre Erwartungen erfüllt? Und das Blöde bei mir war, ich hätte eigentlich ankreuzen müssen, voll und ganz, weil ich habe genau sowas erwartet. Aber ich dachte, wenn ich jetzt voll und ganz anklicke, dann wird das ja quasi als Lob gewertet. Also von daher habe ich das dann nicht gemacht. Und ich glaube eben, dieser Ablauf war kein Unfall, sondern so stellt sich die für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständige Behörde Partizipation vor. Da arbeiten Profis, die sich zudem noch von Profis beraten lassen, wie man sowas macht. Und das ist dann das, was sozusagen ausdrückt, wie die sich das vorstellen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun mit einer großen Angst vor den Leuten. Ja, so, ich fand es so toll zu erleben in dem Austauschforum, das wir dann als ausgestrahlt in den Pausen angeboten haben, was für eine lebendige Diskussion es geben kann. Und dass die Leute natürlich alle motiviert sind, mit diesem Atommüllproblem irgendwie Herr zu werden. Und dass die nicht, also diese vielen Leute, die motiviert sind, die gute Ideen haben, dass das einfach sozusagen mit so einer Abwehrpolitik verhindert wird, das finde ich ganz schön schmerzlich. Und ich habe das Gefühl, viel wichtiger ist denen, die das veranstalten, diese Wirkung nach außen. Ja, es wurde ja vorher auch viel Pressearbeit gemacht. Ja. Die Südwestpresse schrieb, Fachleute diskutieren im Livestream über Atommülllager. Der Tagesspiegel, am Wochenende sollen die Ergebnisse des Berichts auf der Fachkonferenz erstmals mit einer breiten Öffentlichkeit, Vertretern aus Politik und Wissenschaft, der Kommunen und gesellschaftlichen Gruppen diskutiert werden. Ja? So, und das sind jetzt nur zwei Zitate, da gibt es viele mehr. Ja? Das heißt, bei der allgemeinen Bevölkerung kommt an, boah, machen die tolle Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Das ist ja ein super Verfahren. Ja? Und ich glaube, das ist viel wichtiger, diese Außenwirkung, als das, was die wenigen, die teilnehmen, dann wirklich erleben. Ja? Und ich glaube, was auch gerade nochmal deutlich wurde, was Herr Löwer von der BGE gesagt hat, wie schwierig das jetzt ist, dass die BGE gar nicht vor Ort kommen kann wegen Corona. So wäre es wirklich auch gut gewesen, hier darauf zu warten, dass sowas wie Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind. Gerne mit einer Online-Ergänzung, dass Leute, die nicht dahin fahren wollen, das auch trotzdem sich beteiligen können. Aber deswegen gab es ja im Voraus auch immer die Forderung, zu warten, weil eben so ein reines Online-Format schon gar unter diesen Bedingungen eben nur sehr eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten erlaubt und nicht keine Pausengespräche eben, keine wirklichen Debatten, keine Nachfragen, ja, auch keinen konstruktiven Zwischenruf mal oder was auch immer, ja. Also ich überlege mir manchmal, was wäre passiert bei diesem Wahlverfahren, wenn das vor einem vollen Saal stattgefunden hätte, ja. Also dann wäre das so ja nicht durchgegangen. Da wären die Leute hätten sozusagen, die jetzt ihre Empörung nur in diesem Feedback-Kanal Ausdruck verleihen konnten, wären wahrscheinlich relativ lautstark geworden. Und kann man sagen, ist doch toll so. Jetzt konnten diese Lautstarken, die sich aufregen, das wurde jetzt vermieden. Aber ich glaube, so kommen wir nicht miteinander weiter. Gegen diesen Einwand, dass online es schwieriger macht, diese Interaktion, hat Herr König in einem dpa-Interview gesagt, es fällt manchen leichter und anderen schwerer, in der neuen Zeit anzukommen. Da kann ich nur sagen, dem Bundesamt fällt es offensichtlich schwerer, weil so wie das durchgeführt wurde, ist das weder die neue Zeit, was technisch inzwischen möglich ist mit Online-Formaten, noch ist es die neue Zeit, was man inzwischen weiß, wie Partizipation wirklich ernsthaft funktionieren kann.